Prince Materia, der beste Rapper dieses Planeten, natürlich auch der beste Sänger und der beste Tänzer und der beste Maler. Das sind die besten Schuhe dieses Planeten und deswegen Materia, 4Music, Masimoto, Green Berlin. So. Ich hab dem Teufel meine Seele verkauft, gegen ein paar neue Nikes eingetauscht. Ja, finde ich auch. Denn diese Schuhe haben den Haken einfach raus. Meine Nikes stellen deine in den Schatten. Doch an meinen klebt Pech an den Hacken. Häuser stürzen ein, Straßen kriegen Risse. Es regnet Frösche, es hagelt Blitze. Die Erde fängt an zu beben. Verschütte mein Salz und im Fisch sind nur Gräten. Bin kurz davor, es aus dem Fenster zu springen. Doch bin, was ich bin, ein gebrandmarktes Kind. Es geht praktisch um Schuhe, wie ihr seht. Und wie ich diese Schuhe bekommen habe, was ich mit diesen Schuhen durchmache oder durchgemacht habe, erfahrt ihr alle in diesem unglaublichen Song Neue Nacht. Ich hab neue Nikes. Aha. Keiner will durch die Hölle barfuß gehen. Doch irgendwer muss den bösen Part übernehmen. Plumps hat diese Schuhe gebaut. Unser Freund Plumps, der kommt, wohnt in so einer kleinen Muschel. Und immer, wenn man etwas will, wenn es irgendwie um technische Probleme geht, dann kommt ein kleiner Plumps raus und baut es. Mein Schuhziffer 666, Lutziffer ist nicht gut, aber cool ist er. Die Luft brennt, alles schreit, doch die Nikes bleiben weiß, nicht ein Blutspritzer. Was soll ich euch noch sagen? Die paar Seuchen und Heuschrecken klagen. Halt mich nicht ab, den Teufel zu tragen. Ich tue es, auch wenn's nur die Haut einer Kuh ist. Just do it! Yeah, wenn der Boden einbricht, gib ja Feeds in die Air. Der Preis hoch, doch der Deal ist fair. Die Reise lohnt, denn von oben sieht man mehr. Ich tritt den Mann im Mond in den Arsch. Komm weiter als Michael, erober den Mars. Seh den Weltuntergang mit erhobenem Glas. Ihr seid mir egal, denn ich hab neue Nikes. Ich hab neue Nikes. Aha. Keiner will durch die Hölle barfuß gehen. Doch irgendwer muss den bösen Part übernehmen. Ich bin Sportler, eine Sportkanone und mein Geist besteht nur aus Sport. Ich habe mein Leben lang bei Hansa Rostock gespielt, habe es bis zur U17-Nationalmannschaft geschafft unter Horst Rubisch. Habe wie gesagt bei Hansa gespielt und war ein guter Fußballer und braucht man auch immer gute Schuhe als Fußballer. Ja, also die Modelkarriere war natürlich auch eine große Herausforderung. Man mit 18 Jahren irgendwie allein nach New York zieht und da dann irgendwie alleine wohnt und irgendwie auf sich alleine gestellt ist, sehr früh. Es war auf jeden Fall sehr wichtig, auch denke ich für die Musikkarriere, weil wenn du da halt irgendwie auf der U-Bahn guckst, dann schreibst du halt irgendwie 2, 3 Tracks an einem Tag ganz locker in New York, weil alles Hip-Hop ist, weil da ist Hip-Hop geboren, da kommt das halt irgendwie alles her, sozusagen das Mekka für alle Hip-Hopper. Und deswegen war das, glaube ich, schon eine ganz gute Entscheidung, damals nach New York zu gehen. Weil Fußballprofi werden ist ja dann auch irgendwie Quatsch heutzutage, verdienst ja auch nichts. Ich hab neue Nikes. Ich hab neue Nikes. Aha. Keiner will durch die Hölle barfuß gehen. Doch irgendwer muss den bösen Part übernehmen. Meine Nikes weg, bin aus dem Vertrag wieder raus. Dem Teufel war kalt, er hat sie geklaut. Trag wieder Adidas, Reeboks und Gola. Doch meine Seele gehört Coca-Cola.